Die Erdbeeren sind raus. Jetzt gibt es ein neues, fruchtiges Design aus unseren Erdbeeren. Holt es euch auf iliaswelt.shop. Wir haben jetzt Freistunde. Hey, und wir gehen, weil es so schönes Wetter ist heute, gehen wir ein bisschen an die frische Luft. Guten Morgen, meine Lieben. Es ist jetzt gerade schon früh. Es ist total rot in meinem Zimmer, weil alle meine Vorhänge noch zu sind. Deswegen lasst euch davon nicht verwundern. Aber heute habe ich mir gedacht, es gibt einen kleinen Vlog von mir, weil ganz viele... Ah, ich sehe unscharf ohne Brille. Vlog von mir, weil es viele wieder gewünscht haben, A Day in My Life. Und das hat euch ganz interessiert. Deswegen nehme ich euch heute wieder mal mit. Sorry. Über meinen Schultag. Bisschen was bei mir abgeht. Ich habe heute Schule. Italienische Schularbeit. Das wird nicht so lustig. Und eben auch Jazz Dance. Genau, Jazz Dance habe ich heute. Und ich muss jetzt aufstehen, weil sonst bin ich echt zu spät. Genau, ich beginne jetzt einfach mal mit meiner Morgenroutine. Werde jetzt was anziehen. Und Skincare und Schminken und Schultasche packen. Aber jetzt beginne ich mal und mach die Vorhänge auf. Meine Haare sind heute ein bisschen das Chaos, aber ich war so, ja, heute ist sowieso noch Jazz und dann werde ich mich einfach nach Jazz heute dann noch duschen gehen. Ich werde jetzt dann gleich noch mein Bett machen, aber jetzt erstmal fertig machen, dass mal meine Suncream ein bisschen trocknen kann und Linsen reingeben, ganz wichtig. Erste Linse ist schon mal drin. Ja, jetzt sehe ich mir was. Meine Haare schon wirklich nicht so cool heute aus. Aber ich mache jetzt einfach mal weiter mit meiner... Was wackelt mein Tisch so? Mein Make-up wird ein bisschen basic. Ich verwende während der Schulzeit generell auch irgendwie sehr, sehr wenig Make-up. Beginnen wir einfach mal mit ein bisschen Blush, ein bisschen Farbe. Die Abend war so nett und habe mir meine Pinsel geputzt. Jetzt muss ich die wieder ein bisschen alle hier Make-up voll machen. So, weiter geht's mit Highlighter. Ganz wichtig. So. Ich weiß nicht, ob ich mich auf heute freuen soll oder nicht. Ich habe Schularbeit. Freut man sich da, wenn man Schularbeit hat? Ich habe halt gelernt und so. Ich muss sie außerdem nachschreiben, weil ich halt beim Datum, wo sie geschrieben wurde, krank war. Wenn du gelernt hast, wird es nicht so schwer sein. Ja, und Leute, ich weiß, meine Augenbrauen sind nie gleich. Weil die einfach komisch sind. Fragt mich nicht. Eyelash Curler. Wieder einschlafen. So. Perfect. Make-up ist mal done. Uhr noch drauf tun. Jeder Step ist gezählt. Ist ganz wichtig. So. Gut, dann ist mein Make-up mal done. Was mache ich mit meinen Haaren heute? Die sind ein bisschen im Chaos. Vielleicht ziehe ich eine Kappe an. Ich mache jetzt mal mein Bett noch. Und dann mache ich mir mal mein Outfit noch.
glaube, man hat relativ wenig gesehen vom Bett machen. Nevermind, Bett ist gemacht. Und jetzt geht's ans Outfit. Was ziehe ich heute an? Was ziehe ich heute an? Was ziehe ich heute an? Ich gehe auf jeden Fall mit einer Jeans. T-Shirt ist aber jetzt mal noch wichtig, welches T-Shirt ich anziehe. Ich bin immer so ein Chaos-Mensch in der Früh. Das ist ganz, ganz arg. So, also wunderschön habe ich das hingelegt. Das sind meine zwei Outfits. Also entweder ziehe ich mein grünes Brandy-Top mit meiner Patchwork-Subdued-Hose an oder mein weißes Zara-T-Shirt mit der Zalando-Hose. Mit beiden würde ich dann eben gehen mit der Brandy-Weste, mit der grauen, weil die ganz angenehm ist. Aber jetzt ist halt noch die Frage. Ich probiere einfach mal und dann entscheide ich. Also Leute, das war jetzt mal Fit Nummer 1. So sieht das aus mit der Hose. Und dazu wird auch meine grüne Kappe, jetzt vielleicht doch ein anderes Grün bisschen, passen mit dem T-Shirt so irgendwie. Aber ich weiß nicht, ich fühle den Vibe irgendwie nicht so. Ich probiere jetzt noch das andere Outfit an und dann schaue ich mich, wo ich mich mehr comfy fühle. So Leute, das war Fit Nummer 2 mit der Hose auch. Und oh, mit der Kappe und dann noch die Weste. Ich glaube, das ist der Fit für heute. Es ist irgendwie ein bisschen angenehmer, weil das hat auch noch lange Ärmel. Das heißt, ich könnte dann auch die Weste so ausziehen, brauche keine Jacke mit. Und wenn es mir so kalt sein sollte, könnte ich auch einfach Weste ausziehen und das ist dann noch chilliger und die Hose. Die Patchwork-Hose ist schon sehr, sehr eng und ich merke aber heute, wenn es ein bisschen wärmer wird, ein bisschen eine lockere Hose haben. So gut, nachdem das Outfit mal auch entschieden ist, kommen wir jetzt noch zu meiner Schultasche. Ah, die habe ich nämlich auch gestern vergessen zu packen. Gestern bin ich irgendwie ein bisschen fertig nach Hause gekommen und einfach straight up ins Bett, weil ich echt sehr müde war schon. Aber ja, meine Schultasche ist hier meine Longchamp-Tasche. In dunkelblau, relativ groß, angenehm. Darin carry ich immer Masken, Ladekabel, Haarbürste, Deo, eine kleine Geldbörse mit meinem Schlüssel und einer Schlüsselkarte unserer Schule. Weil wir haben da so ein Tor und wenn man rein will, braucht man eben eine Schlüsselkarte, weil sonst kommt man nicht rein. Den muss ich auch noch umpacken. Ich weiß nicht, warum ich den draußen hatte. Vielleicht habe ich ihn irgendwann mal mitgehabt. Wurscht, und da drin ist noch ein Blog von mir, ein College-Blog mit punktiertem Papier, weil ich da auch am iPad immer mit punktiert schreibe und alle meine Freundinnen, wenn die sich einen Blatt sneaken, finden die das auch angenehmer. Und noch so ein extra Folder um Hausübungen, Blätter, mein Geografietest und irgendwelche Mitschriften noch zu halten. Genau, deswegen habe ich das da auch noch drin. Das heißt, der kommt mal wieder rein. Ah ja, ganz wichtig auch mein Federpinal, weil alle meine Freunde besitzen Stifte, aber verwenden trotzdem alle immer meine Stifte. Argumentation war, du hast die besten Stifte. Ich habe wirklich coole Stifte, muss ich ja zugeben. Ich freue mich auch, wenn sie da verwendet, weil ich schreibe halt relativ viel am iPad. Und dann noch so eine kleine Survival Bag mit Pflastern, ein bisschen Schminky-Minky drinnen. Haarspray, Taschentücher, da ein bisschen Highlighter, eine Mini-Mini-Mini-Mascara, die ist so süß, die ist echt klein und ich mag die Bürste auch extrem gerne. Welche Fächer haben wir noch? Englisch, Englischbuch kommt mit rein, ich glaube, ich habe sogar heute noch Stimmbildung, das heißt, meine Stimmbildungsmappe kommt auch noch rein, so. Ah, Taschenrechner für Mathe. Oh, ganz wichtig. Wir haben da so einen, der sieht so aus. Der kommt noch mit rein, weil wir haben heute Mathe. Gut, ich glaube, Just Dance Sachen. Da muss ich jetzt auch noch überlegen, was ich anziehe. Also ich brauche eine Sporthose und ein T-Shirt. Für diese Sachen kommen jetzt auch noch mit rein. Oh, meine Schultasche ist ready to go. Kappe und Weste darf ich nicht vergessen. Kasten zumachen. Alle Fenster sind hoffentlich zu, weil jetzt ist wieder ein bisschen wärmer und da fliegen alle Wespen rein. Voll nervig. Genau, jetzt geht's mal runter frühstücken. Wenn ich in der Früh runterkomme, schlafen alle noch immer ein bisschen, weil ich halt die Erste bin, die außer Haus muss mit meinen Brüdern. Deswegen bin ich jetzt auch noch alleine. Ich werde mir jetzt einfach ein Müsli machen und eine Kässemmel, weil ich finde, das ist ganz angenehm zum Essen. Genau.
Und ich werde mir vielleicht noch ein bisschen Obst sneaken, weil Obst ist auch wichtig. So, also wir haben hier 1, 2, 3, 4. Ich werde mir jetzt hier einfach das abschneiden. So. Und die mir jetzt auf den Teller machen. Frühstück ist total wichtig, weil es ist ja die wichtigste Mahlzeit am Tag. Deswegen werde ich mir jetzt noch ein Müsli machen. So. Und Milch. So. Jetzt hier meine Berries. Obst ist echt wichtig, Leute. So, Semmel ist gemacht. Meine Mama hat frische Semmel gekauft. Der Käse sieht jetzt ein bisschen gut aus. Und ich habe mir noch Essiggürkchen reingemacht. Warte. Boah, weil ich liebe Essiggürkchen. Der Timmy und ich fahren schon zum Zug. Weil wir heute sogar gemeinsam fahren. Das finde ich sehr cool. Das ist immer ganz angenehm, weil dann müssen meine Eltern mich nicht zum Zug bringen und dann können wir gleich zusammenfahren, weil wir sowieso den gleichen Zug haben. Genau, und das Wetter ist heute echt, echt schön. Aber alle Scheiben sind überschlagen. Das ist nicht lustig. Ich gehe mal ganz schnell ganz vorne, damit wir die besten Plätze haben. Bester Platz. Ich lerne jetzt noch Italienisch, weil ich habe heute 2-stündige Italienisch-Schule bald. Weil ich sie nachschreiben muss, weil ich beim ersten Mal krank war. Und das wird sehr lustig. Der Stoff ist aber nicht so schwer. Tschüss. Wow, wie unerwartend. Niemand ist hier. Wow. Wo ist denn mein Wörterbuch? Ich hatte gerade ein bisschen Panik, weil es nicht da war. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich für die Deutschschule bei dem Platz liegen habe lassen. Und deswegen wurde es dann nach hinten in diesen Haufen da gelegt. Aber jetzt habe ich es eh wieder gefunden. Und ich muss die Flasche von der Fiona auffüllen gehen. Weil ich nett bin. Ich hoffe, ich mache das richtig. Ja, ich kann passen. Also ich plane für heute Schule. Danach haben wir Chor. Und dann habe ich am Abend heute noch Jazz. Ich bin sehr ready für Jazz. Ich freue mich schon ur. Weil letztes Mal wurden wir dubliert. Und jetzt ist sie aber wieder back. Und das ist cool. Guess wer gejoint hat? Kathi! Was haben wir in der ersten Stunde? Englisch. Ah, ich habe den Text geschrieben. Ich habe den Text auch gestern in Relief fertig geschrieben. Stimmbildung! Stimmt, ich habe. Nein, ich habe erst den Chorstimmbildung. Mama. Ich singe gerade so ein italienisches Stück. Lieben den Gang. Ab geht's in die Klasse. Ja, let's go. Morgen!
Morgen. Freistunde. Und wir gehen, weil es so schönes Wetter ist heute, gehen wir ein bisschen an die frische Luft. Was machst du denn plötzlich? Genau. Schau, da ist eh schon Sonne. Sonne. Das wird lustig. Okay, slayen wir. Push durch. Okay, wir haben jetzt gelernt. Jetzt werden wir ein Video dazu machen. Und das ist ganz schön anstrengend, Leute. Ich sag's euch. Es ist nicht, du schnaufst wie ein Pferd. Nee, Kathi, ich glaube, wir lassen es für heute. Das ist nicht so das, was wir wollten. Wieso können wir das? Wir haben jetzt Mathe. Ich bin nicht letzte Reihe. Könnten Sie vielleicht auf der Tafel mitschreiben? Ja, bitte. Fisch, ja. Ja, ich weiß, aber. Ach so, die stehen eh da oben. Ah, das habe ich wohl nicht mitgekriegt. Entschuldigung. Muscoloso. Una bellissima storia d'amore virtuale. Es ist Sonnenzeit. Do you want to say hello? Hallo. Jetzt bin ich Obermaster. Ganz alleine ist Ilja jetzt. Ballert. Ich gehe jetzt zur Stimmbildung. Das heißt, ich bin raus aus Chor. Und habe Stimmbildung. Und so beendet man eine gute Stunde. So, ich habe mich jetzt nochmal umgezogen für Jazz. Weil dann bin ich schneller fertig. Hallo Silly! Ja, kann ich auch gleich vorne mal rein? Hallo! Und jetzt gehe ich schon los, weil ich muss ein bisschen lang hinfahren. Normalerweise fahre ich von der Kathi. Also Kathi geht normalerweise auch, aber die kann halt nicht. Deswegen bin ich alleine mit der Bär. Erst um halbe Stunde. Es ist 40. Deswegen werde ich jetzt noch kurz in den Talayer schauen.
weil ich da noch Nachfüllpatronen brauche für meine Stifte. Die habe ich nämlich nicht gekauft zu den Stiften. Und da muss ich gucken, ob ich welche finde. Deswegen, let's go. Ich habe eh noch so viel Zeit. So, ich bin jetzt bei dem Verlierer und ich schaue jetzt gleich noch was nach. Bleib dran, ich zeige euch was. Sehr happy, dass ich das jetzt gefunden habe. Für mich geht es aber gleich weiter ins Tanzstudio, weil die fangen da. Ah, die Musik schon. Aber ich bin da. Jetzt muss ich mir noch einen Spind aussuchen. Ich habe heute italienische Schularbeit gehabt. Und was? Ja, war es sehr gut. Sehr gut. Was hast du jetzt für Tanzen? Jazz. So, ich bin jetzt auch finally fertig mit Jazz. Es war sehr cool heute. Wir haben die Choreo angefangen, auf die ich schon seitdem ich in Jazz bin warte. Also seit Anfang des Jahres. Und sie ist echt sehr, sehr nice. Ich bin urhyped. Und jetzt gehe ich mir noch was zu essen holen beim Honu, weil Honu ist love. Ich habe immer Bock auf Honu. Und dann fahre ich auch schon nach Hause. Hallo, ich hätte gerne eine Bowl zu mitnehmen, bitte. Einmal mit Sushi, Reis und Teriyaki. Jetzt muss ich die U-Bahn suchen. Aber Essen habe ich auch geholt auf Slay. Ich habe schon echt Hunger, aber das esse ich jetzt zu Hause. Neues. Kaum zu glauben, ich bin endlich bei der Endstation angekommen. Werde ich jetzt endlich, also für meine Endstation, und da werde ich jetzt aufsteigen. Und ich freue mich schon so auf zu Hause und auf mein Bett und auf das Essen. Ich bin echt schon hungrig und echt fertig von heute, weil ich heute in Jazz Uhr durchgezogen habe, was das Workout und so angeht. Deswegen tut mir auch alles weh. Schaut mal, wer so nett war, hat mich abgeholt hat. Der Ineas. Hey. Ich habe was zu essen mitgenommen. Nein, ich habe nur für mich Honu. Ja. Wolltest du auch was vom Honu? Ja. Ja, musst du mir sagen. Ich kann ja nicht raus. Also du hast Uni zu Hause, gell? Ja, weil ich krank bin. Leute, ich sage euch echt, wie es ist. Ich wollte jetzt nur noch rauf in mein Zimmer und meine Honu-Bowl essen. Ruhe von allen. Ich habe meine Eltern begrüßt und stellt in mein Zimmer, weil ich brauche nach so einem anstrengenden Tag immer Urruhe für mich und dann nur Me-Time. Ist vielleicht ein bisschen asozial, aber so bin ich nun mal. Und jetzt esse ich meine Honu Bowl hier. Und ich muss jetzt dann noch duschen gehen. Das ist ganz wichtig. Weil meine Haare sind wirklich nicht so it. Genau. Und dann gehe ich auch schon schlafen. Und ich bin so ready für mein Bett. Also dann, gute Nacht.